Hi, ich bin Laura. Und ich bin auch Laura. Und wir nehmen euch heute mit und zeigen euch unsere Lieblingsorte in Bremen. Wir sind hier jetzt gerade am Werdersee und ich muss sagen, ich mag den Ort hier total gerne, weil ich hier direkt um die Ecke wohne und in wenigen Minuten direkt im Grünen und am Wasser bin. Der Werdersee besticht dadurch, dass er direkt in der Stadt ist und man sich trotzdem irgendwie total wie in der Natur fühlt und gar nicht das Gefühl hat, dass man von einer Großstadt umgeben ist. Hier kann man einfach ganz entspannt baden oder mit seinen Freunden die Natur genießen. Es gibt für mich eigentlich fast keinen besseren Ort im Sommer als den Werdersee. Und jetzt nehme ich euch mit an meinen Lieblingsort. Wir sind jetzt hier am Europahafen in der Überseestadt und gerade bei schönem Wetter bin ich richtig gerne hier. Hier an der Promenade kann man richtig schön spazieren gehen und mein Tipp, ihr könnt euch hier abends hinsetzen und richtig schön in die Richtung den Sonnenuntergang sehen. Neben dem ganzen urbanen und modernen Flair bleibt halt trotzdem auch dieses Maritime von der Hafenstadt und man kann sich sogar ein Boot ausleihen und etwas die Weser hoch und runter fahren, entweder Richtung Schlachte oder Richtung Fegesack. Hier gerade im Schnurrviertel und die meisten von euch kennen diesen Ort natürlich eh schon, aber es ist halt nun mal einer der größten Touri-Spots hier in Bremen und das ist ja auch zu Recht. Hier gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Man kann hier super bummeln gehen, man kann hier Kultur erleben, man kann hier auch total leckeren Eiskaffee trinken und es fühlt sich einfach so ein bisschen an, als würde man Urlaub in der eigenen Stadt machen. Das waren unsere Lieblingsorte. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wo ihr hier am liebsten seid in Bremen. Und wir drehen jetzt noch eine Runde um Pudding. Bis zum nächsten Mal.